Herzlich willkommen und ein fröhliches Moin zu einer weiteren Aufnahme von Let's Super Metroid Redesign. Das war ja mal ein Kampf letztes Mal, Freunde. Und heute gucke ich erstmal auf die Karte, wo wir als nächstes hin müssen. Und zwar hier im Osten. Oh, die Chozo hatten wir sogar auch. Genau, hat man den Boss besiegt, dann hat man auch den Kombo, so einen schönen Kombo gefunden. Jetzt wollten wir uns im Westen noch ein bisschen umschauen, bevor wir nach Norfair runtersteigen. Denn in Norfair waren wir schon lange nicht mehr und da müssen wir noch einiges nachholen. Aber hier ist noch so ein großer schwarzer Fleck in der Mitte und ich erinnere mich, dass wir hier rechts, glaube ich... Na, es gibt jedenfalls noch einen Eingang irgendwo. Den forschen wir erstmal nach. Ich werde auch keine lange Aufnahme machen heute. Ja. Weil es schon mitten in der Nacht ist und ich... naja. So, mal gucken. Ich könnte natürlich noch mal eines dieser vielen lustigen, schwierigen Rätsel machen. Was ist denn hier eigentlich drin? Hallo? Mizzle. Ach, das war die Geschichte mit dem Morphball. Ja, ich muss erstmal wieder mit dem Knüppel, die hier mit dem Steuerknüppel klarkommen. Die Pflasterdrücke macht es auch nicht mehr lange nach diesem Spiel. Na gut. Ja. Dragon ist tot, das war auch ein harter Brocken. Hatte ich auch so geschrieben. Und, es kann nur besser werden. Ah, hier gibt es auch noch so eine Sache. Sache, die... Ich glaube, das wird nichts, weil ich probier's mal. Siehste? Also wenn ich hier noch weiter übe, wird das doch keine Kurzaufnahme. Hä? Wieso kann er denn nicht mehr... Wieso stoppst du nicht? Sag mal. Moment. Wenigstens stoppen. Gut, das fängt ja schon mal gut an. Ach komm, wir gehen weiter. Mir zu doof. Hatte ich ja den Tipp bekommen, dass man hier quasi einmal stehen bleiben soll und dann weiter nach oben. Nein, ich habe es noch nicht offline gesucht. Ich überlege mir auch schon, ob ich das überhaupt mache. Letztendlich muss man es nur schaffen, mit den vorhandenen Mitteln das Spiel durchzuspielen. Das war bei Dragon schon nicht immer so einfach. Komisch, ich schieße nach oben. Er schießt nicht auf. Wo sind wir denn? Wir müssen nach oben. Ach, da kommen wir gar nicht hoch. Ah, das war auch so eine Sache. Da habe ich auch noch überhaupt keinen Plan, wie wir da durchkommen wollen. Überhaupt. Wie viel braucht der denn? Diese Sprünge, die ich überhaupt nicht leiden kann. Ich wollte doch jetzt eigentlich hier hoch.
Nee, ich will da doch nicht hoch. Na, pass auf. Wir müssen auf jeden Fall ein Stückchen weiter höher. Und dann müssen wir versuchen, in diesen großen schwarzen Raum reinzukommen. Kann ich die eigentlich mit meiner Waffe kaputt machen? Nein. Das sieht auch so verdächtig aus hier. Au. Mit dem Zwirbel können wir gerade hier auch noch was machen. Fällt mir gerade ein. Ups, nach. Ja. Nee, das ist gekonnt, sieht man. Boah, wie ich diese... Na, Viechhase. Techniker, die gibt nicht erstmal sich die Schuld, sondern der Technik. Im Prinzip ist das ja auch die Technik, die ich hier gerade nutze, die da Schuld hat. Ach, da komme ich gar nicht rein, okay. Oh. Mann. Oh, was ist das? Ach, die Geschichte. Wo speichere ich denn nochmal? Da? Jetzt auf den Müll speichern, ist egal. Erinnert mich daran, dass ich das nächste Mal nicht auf den Müll speichere. Wo sind wir denn? Dum, 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 dum. Da oben müsste es eigentlich auch reingehen. Wir gehen mal da nach oben. Oh, was ist das? Komm ich hier hoch? Nein. Bin ich hier richtig? Warte mal, ich will mal kurz einen Speicher aus. Moment, ich sehe das jetzt vielleicht nicht. Da. Ja, ruhig bleiben. So. Au. Ich habe immer noch keine Kekse. Hier geht's doch hoch. Ich wusste es. Und speichern. Jetzt speichert er wieder auf der Null. Moment. So. Okay, dann muss ich bloß meine Speicherstrategie ändern. Dann speichert halt auf die Höhe. Müsste ich jetzt offline einstellen, aber... Interessant, interessant. Das heißt, ich speichere am Anfang, am Ende einfach auf einem anderen Slot. Oh. Na? Ohne Wind. Was ist denn das? Wieso bringt mich der Wavebeam hier nicht weiter? Das ist ja Blasphemie. Das sollten wir hinkriegen.
so schwach wie die Fische. So, ein bisschen stärker. Ob ich hier drunter durchkomme? Speichern mal. Sieht nicht so aus. Muss man ja im Prinzip alles einmal ablaufen. Da haben wir bestimmt noch den einen oder anderen Sandkasten vergessen. Wir hatten ja schon mal so eine Stelle, wo das da einfach so durchging. Kann ich nochmal laden? Den? Ah, oh, Gott sei Dank. Ich dachte, ich hatte den falschen geladen. Okay. Ups. Da ging's runter. Okay, da will ich jetzt aber nicht runter. Komme ich hier eigentlich hoch? Nö. Wieso laufen da Tiere rum? Wieso laufen da Tiere rum? Moment mal. Okay, und warum sind hier Speed-Dinger? Da auch. Nee. Ich weiß ad hoc auch nicht, wie ich die kaputt machen soll, wenn hier nichts... frei zu machen. Habe ich denn im Raum davor genug anlaufen? Nee, eigentlich auch nicht. Doch, ich kann mich durchschießen. Ich könnte mich höchstens von nebenan durchschießen. Ich speichere mal. Mal gucken, ob das was, ob das überhaupt geht. Sieht nicht so aus. Dann müsste ich mich... Ich könnte mich sogar noch von hier durchschießen. Weil die Röhre hat ja keine Schleuse. So, nochmal speichern. Das funktioniert nicht. Der Anlauf ist zu kurz. Ja, zu kurz. Der Anlauf. Ah, das geht heute nicht. Muss man schon genau schauen, dass man hier durchkommt. So. Und hier geht's wahrscheinlich auch nicht. Die Rätsel sind meist auch ein bisschen zu doll. Hier geht's schon gar nicht. Schosos? Weiß ich nicht. Ich weiß es jedenfalls nicht. Manchmal ganz nützlich, meistens nervig. Jetzt ist es, jetzt wäre es nötig, nützlich gewesen. Links, ne? Glaube ich. Ach. Überhaupt. Oh, ich bin schon zu weit. Da wollte ich nach links durch. Mal gucken. Ach, guck an. Da komme ich gar nicht durch. Warum komme ich da nicht durch? Wenn ich da hinten irgendwas aktivieren muss. Das ist auf jeden Fall eine Wand links von mir.